Godfight. Wir leben Wrestling. Neue Challenge für Brock Lesnar. In einem Interview mit TheSportsStar.com sprach der ehemalige WWF-Star Ken Shamrock über seine aktuellen Zukunftspläne. Er fühle sich im Moment besser denn je und wäre potenziell bereit, noch einmal in den Ring zu steigen. Ein Traumgegner sei dabei für ihn Brock Lesnar, daraus könnte nun mehr werden. Insiderberichte von TheSportsStar erzählen nun von einem ominösen Treffen zwischen Shamrock, WWE-Kreativchef Triple H und Brock Lesnar. Ob das Treffen rein freundschaftlicher Natur war oder ob es dabei tatsächlich um die Planung einer neuen Storyline ging, bleibt abzuwarten. Wrestling-Legende verstorben. Wie der Nachrichtensender CNN und die WWE deckungsgleich bestätigten, ist die japanische Wrestling-Legende Antonio Inoki heute verstorben. Kanji Inoki, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, war in den frühen 1980er Jahren durch einen kontroversen Gewinn des WWF-Titels bekannt geworden, der bis heute offiziell nicht von der WWE anerkannt wird. 1995 sorgte Inoki angeblich selbst dafür, dass die WWE eine Reihe an Shows in Nordkorea abhielt. Inoki wurde 79 Jahre alt. WWE sagt Live-Events ab. Die WWE hat für nächste Woche drei Live-Event-Shows komplett abgesagt. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung am 4. Oktober in Scottsdale, Arizona, am 5. Oktober in Sedona, Arizona und am 6. Oktober in Anaheim, Kalifornien. Einen konkreten Grund für die Absage nannte die WWE ihren Fans nicht. Allerdings berichtet Dave Meltzer, dass Triple H große Bedenken wegen des aktuellen Hurricanes Ian in den USA habe und deshalb aus Vorsicht den Reiseaufwand seiner Superstars vorerst minimieren wolle. Achtung, die folgende Meldung enthält potenzielle SmackDown-Spoiler. Neuer Tease auf Bray Wyatt Comeback? Bei der aktuellen Ausgabe von Friday Night SmackDown sorgte ein Fanplakat für Aufsehen, als die Kommentatoren Michael Cole und Corey Graves gerade eine Zwischenmoderation für die TV-Zuschauer gaben, war im Hintergrund für mehrere Minuten deutlich ein Schild mit der Aufschrift Revel in What You Are zu sehen. Genau diesen Spruch hatte Bray Wyatt vor einiger Zeit auf seinem Twitter-Account gepostet. Mike Johnson spekuliert nun, dass es sich hierbei um einen weiteren von der WWE absichtlich gestreuten Hinweis zum baldigen Wyatt-Comeback handelt. Ob es letztendlich ein Zufall war oder ob die WWE mit dieser Einstellung geschickt einen Hinweis auf ein mögliches Comeback des Eater of Worlds geben wollte, wird man in der Zukunft wohl bald sehen.